Herzlich willkommen zurück zu State of Mind. Wir haben ihn ja beim letzten Mal kennengelernt und unseren Sohn mit Frühstück versorgt, lecker ausgedruckt. Und dann setzen wir uns doch hier mal hin. Esstisch, dein Stammplatz. Muss ich wieder ins Krankenhaus? Darüber haben wir doch schon gesprochen. Aber mir geht's gut. Es sind nur ein paar Tests, John. Knallhart. John hat einen Termin im Kurtz Recreation Center. Na dann. Müssen wir da wohl hin. Also, komm mit. John, wir müssen los. Henry fehlt noch. Deine Qualle ist doch hier. Ich finde seine Fernbedienung nicht. Wir suchen nochmal. Die habe ich doch vorhin gesehen. Die war doch im Arbeitszimmer von seiner Frau. Und wir waren auch noch gar nicht hier in seinem Arbeitszimmer. Da ist die Fernsteuerung. Nee, wir müssen nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal seinen Arbeitsplatz finden. Er hat ja eine Nachricht bekommen. Oder haben wir hier die Nachricht? Ah, Messagebox. Joan Tyler. Tante Joan. Designerin, Floating Factory, Verwandte, lebt in City 5, liebt exotische Speisen. Adam, ich sehe gerade die Unfallbilder. Unfassbar das alles. Ist der Kontakt von World Union Lawyers angekommen? Du musst unbedingt Klage einreichen. Dir steht Schmerzensgeld zu. Wir denken ganz fest an dich. Erhol dich gut. Ja, versuchen wir, das hier zu erholen. Okay, dann nehmen wir die Fernsteuerung mit. Ist sie ja. Hab sie. So, dann kann er sich da jetzt auch nicht mehr beschweren. Hier. Sie war in Amys Zimmer. Was macht sie bei Amy? Das musst du sie fragen. Jetzt komm. Wo kommt man hier eigentlich raus? Notiz. Notiz von Amy, erstellt am Montagmorgen. Hi Adam, es tut mir leid, ich weiß, ich sollte wirklich zu Hause sein. Als ob ich nicht allein zurechtkomme. Das Projekt ist eine Hydra. Bitte bring John in die Klinik, dein Unfall macht ihm ganz schön zu schaffen. Ich liebe dich, Amy. PS, ich habe eine Nanny für ihn bestellt. Ist das okay? Sie wird dir ab morgen helfen. Begeistert ist er nicht. So. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. John, nicht trödeln. Zack, und schon sind wir am Infinity Plaza. Ja, hier sieht es doch deutlich schicker aus. Als beim anderen Krankenhaus, wo wir waren. Nicht so abgeranzt, alles schön neu. Pflanzen. Adam, machst du dir viele Gedanken? Dann vergiss nicht, was zählt, bist du. Du. Aber wer bist du? Was willst du? Was ist deine Aufgabe? Die Antworten sind alle hier. Hier in deiner Stadt. Schau dich um. Und genieß den Tag. The present. Ja, dann genießen wir doch mal den Tag. Schauen uns ein bisschen um. Ist das? Mr. Newman. Linda Patrick, Architektin. Miss Patrick hilft hin und wieder als Nanny für John aus. Ihr kennt einander seit 6 Jahren. Miss, Hallo, Mrs. Patrick. Na, kleiner Mann. Einen schönen Schrecken haben Sie uns da eingejagt. Was? Ja. Gerade nochmal gut gegangen. Das Fahrzeugsystem muss ausgefallen sein. Naja, einfach nicht mehr drüber nachdenken. Einen schönen Tag, Mr. Newman. Ihnen auch, Mrs. Patrick. Okay. Oh, eine Seilbahn. Da können wir sogar mitfahren. Psst.
Umschlag. Alles in Ordnung? Ist nur ein Geohazard. Ja. Hattest du Angst? Vielleicht ein bisschen. Sie werden häufiger. Das glaube ich nicht. Und stärker. Okay. Kein weiterer Anschlag. Objekt-ID unbekannt, möglicherweise schädlich. Bitte wende dich an einen Mitarbeiter von City 5 Security. Was ist das? Keine Ahnung. Schon mal irgendwo gesehen? Nein. Was hat der Mann damit gemacht? Ich weiß nicht. Das ist sowas wie ein... Keine Ahnung. Du solltest das zurückgeben. Erstmal reden wir mit Dr. Sykes. Waren hier nicht noch eben überall Glas? Also war das nicht alles eben noch gesplittert hier? Jetzt ist alles wieder heile? Mysteriös. Äußerst mysteriös. Dann gehen wir mal... rein in den Infinity Tower. Ui. Hohes Ding. Und wir sind ja schon so weit oben. Was haben wir hier? Da können wir wahrscheinlich wieder mit nach Hause fahren. Hovercar. Ich wünsche eine angenehme Fahrt. Ach, da geht's dann zur Klinik. Okay, dann gucken wir erstmal in den Tower rein, würde ich sagen, wenn das geht. Der Infinity Tower. Willkommen zu Hause, Adam Newman. Ach, da wohnen wir. Ah, wir wohnen im Infinity Tower, okay. Dann wollte ich ja vorher eben nochmal hier die Seilbahn angucken, als das Beben kam. Magnetbahnstation. Magnetbahn? Das ist doch keine Magnetbahn, das ist eine Seilbahn. Maximal 20 Personen, wir wünschen eine angenehme Fahrt. Wo kommen wir dann hin? Bin ich ja mal gespannt, wo wir da hinkommen. Wir wollen ja eigentlich zur Klinik, aber gut, wenn ich auch das nehmen kann, dann machen wir das doch mal. City 5 Union Park, Montag. Kurs Recreation Center. Achso, hier kommen wir dann wahrscheinlich auch zur Klinik. Na gut. Nicht so schnell. Wir haben Zeit. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park. Okay. Machen wir das. Also war es eigentlich egal, wie man jetzt dahin kommt. Ob jetzt mit dem Taxi oder mit der Magnetbahn. Oder der Seilbahn. Eine Eule. Eine schöne Brücke. Ja, hier ist doch ganz nett. Ein bisschen künstlich alles, aber... Fische. Echte Fische. Sie leben ein gutes Leben und du kannst das auch. Sieh mal, die Fische. Kann ich sie füttern? Nimm den Snack. Aber behalte noch was für dich. Die schwimmen immer dasselbe Muster. Immer im Kreis. Das wirkt nur so. Ich wäre auch gern ein Fisch. Nur so zur Abwechslung. Irgendwann ist das möglich. Irgendwann vielleicht. Ganz sicher. Warum nicht? Setz dich und hör ein bisschen Musik. Nö, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen rein. Es wird Zeit. Auch wenn John nicht will. Es muss sein. Eingang. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Na, hier sehen wir auch. Ist das der Infinity Tower hier? Oder ist das die Klinik insgesamt nur? Hallo Mona. Rezeption, Fragen zu Ihrem Klinikaufenthalt. Mona ist immer für Sie da, rund um die Uhr.
Willst du mal Henry steuern? Ja, gib mal her. Ach, wir können ihn steuern. Interessant. Was bringt uns das? Vielleicht später irgendwas? Können wir mit dem denn überall hin? Können wir hier rein? Nee. Da geht's auch nicht lang. Na gut. Aber eigentlich wollte ich jetzt mit Mona sprechen. Nicht mit John. Willst du mal Henry steuern? Nee. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Ich kann mit ihr nicht sprechen. Da drängelt sich immer John vor. Jetzt. Willkommen zurück, Mr. Newman. Was können wir für Sie tun? Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in 4 Stunden wieder abholen. Genießen Sie den sonnigen Tag. Machen wir. So, wir haben einen Unfall, Opfer. Berlin Central, Sonntag, 12. Januar 2048, Richard Nolans Wohnung. Guten Abend, Sir. Heute ist der 12. Januar 2048. Es ist 18.26 Uhr. Was? Wie spät ist es? Sie haben 17 Stunden geschlafen, Sir. Wieso hast du mich nicht geweckt? Tracy und James kommen bestimmt bald zurück. Sie hatten mich gebeten, sie nicht zu stören. Jetzt hilft mir wenigstens, hier Ordnung zu machen. Sie haben neue Cloud-Messages. Yay, neue Nachrichten. Von Frank, Chefredakteur von The Voice. Hi Richard, bist du da? Okay, du willst gerade nicht mit mir sprechen, kann ich verstehen. Ist nur so, deine Kolumne für das Editing. Kann ich damit heute noch rechnen? Sonst kann Troy das auch erstmal machen. Na gut, dann. Ja, bis morgen. Und hey, das wird schon alles. Das wird schon alles. Bestimmt. So. Aufheben. Was ist mit dem Cleaner? Schon wieder kaputt? Soll ich die Scherben? Dafür ist der Cleaner da. Wo ist das verfluchte Ding? Ach, den haben wir doch auch schon mal gesehen. In der ersten Folge war das. Der war kaputt. Was ist denn jetzt mit dem Cleaner? Lass mal sehen. Da steckt was im Filter. Oh Gott. Wo kommt diese Karte denn jetzt her? Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Warum hat sie die überhaupt noch? Wo bleiben sie denn? Sie müssten doch längst zurück sein. Und wo ist der Cleaner hin? Der ist weg. So schnell geht das. Wie spät ist es jetzt? 20.30 Uhr. Verdammt. Wo steckt sie? Vielleicht könnten Sie Ihre Eltern anrufen. Jennifer ist online. Na dann. Jennifer Collins. Freund, Fotograf, freischaffend, verheiratet, lebt in Berlin, liebt das gute alte Kino. Dann rufen wir doch erstmal Jennifer an. Hey, Jenny. Richard, Gott sei Dank. Steve hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Ist alles in Ordnung? Geht so. Ein Unfall. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Hör mal, Jenny. Ist Tracy bei dir? Nein. Wieso? Sie hat gesagt, sie fährt mit James zu ihren Eltern. Sie wollte eigentlich längst zurück sein. Aha. Also hier ist sie nicht. Ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Hast du mal versucht, bei ihren Eltern anzurufen? Ich wollte erst mal mit dir reden, bevor ich mich mit Herman rumschlage. Du weißt ja, wie er ist. Hat Tracy irgendwas zu dir gesagt in den letzten Wochen? Hat sie... Ich meine, hat sie dir irgendwas erzählt, das ich wissen sollte? Nein. Komm schon, Jenny. Ich weiß, ihr seid Freundinnen. Aber ich mach mir Sorgen. Naja, sie hat natürlich gesagt, dass es nicht so toll läuft zwischen euch. Aha. Aber das sagt sie schon lange. Und das weißt du ja sicher auch selbst. Ja. Will sie sich von mir trennen? Hat sie das gesagt? Hat sie? Mein
Gott, Jennifer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sie glaubt, dass du eine Affäre hast. Hat sie recht. Sie will sich also von mir trennen. Ich weiß es nicht, Richard. Hast du denn eine Affäre? Nein. Sicher? Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss Schluss machen, Jenny. Grüße an Steve. Bis später. Das klang schon sehr affärig, was er da so hat. Mit... Wer war's? Lydia, genau. Richard. Guten Abend, Herman. Du, es passt gerade ganz schlecht. Ich weiß. Es passt ja immer schlecht. Ich wollte nur wissen, ob Tracy noch bei euch ist. Tracy? Nein. Okay. Wann ist sie losgefahren? Sie war nicht hier, Richard. Heute nicht. Die ganze Woche nicht. Was? Sie war also nicht bei euch. Vielleicht ist ihr was passiert. Ist dir das egal? Richard, ich kenne meine Tochter. Der geht's gut. Aber wieso hat sie dann erzählt? Weißt du, Richard, vielleicht hat sie endlich den Absprung geschafft. Da würdest du dich aber freuen. Naja. Wenn du mich fragst, hätte sie schon viel früher gehen sollen. Sie verdient was Besseres als dich. Klare Sache. Wir beginnen voll auf Aggression jetzt. Ach komm. Jetzt lass mich doch mit diesem Mist in Ruhe. Du hast angerufen. Na gut. Schönen Abend noch. Ich rufe jetzt Maddie Central an. Gut, dann rufen wir Maddie Central an. Maddie Central, Sie sprechen mit Bot 34521. Eine Personensuche. Verstanden. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Alter der Person, nach der Sie suchen. Nolan Tracy, Alter 39. Nolan James, Alter 7. Verstanden. Bitte warten Sie. Pausmusik. Vielleicht sind Sie ja schon auf Richtung Mars. Sie war ja super geeignet. Ihre Suchanfrage hat keine Treffer ergeben. Die gesuchten Personen befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Wie weit reichen die Informationen zurück? Sie benötigen Security Level 2 für eine weiter zurückreichende Anfrage. Okay, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Auch schon wieder die Werbung die ganze Zeit an den Fenstern vorbeirauscht. Ist das nicht ein Traum? Tja, und nu? Hast du das gehört? Sie ist nicht bei ihren Eltern. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Kannst du mir das erklären? Wo steckt sie? Wo ist mein Sohn? Dazu habe ich keine Informationen. Ihr verdammten Dinger speichert doch sonst auch alles. Ich habe gespeichert, dass ihre Frau zu ihren Schwiegereltern fahren wollte. Da ist sie aber nicht. Hat Tracy irgendwen getroffen? War jemand hier, als sie gegangen ist? Ein Mann war da. Ein Mann? Wer? Wie hieß er? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Ich will dein Memory-Modul sehen. Mein Memory-Modul darf nur von autorisiertem Servicepersonal der Kurtz Labs eingesehen werden. Red kein Blödsinn. Öffne den Slot. Es tut mir leid, Sir, aber diesen Eingriff darf ich nicht selbst vornehmen. Gut, dann mache ich das. Oh ja, irgendwo hatten wir doch das Werkzeug gefunden. Ich glaube, das war genau da vorne. Den brauchen wir bestimmt, den Kalibrierungsschlüssel. Das muss er sein. Und dann können wir jetzt hier ein bisschen herumfuschen. CDV5 Union Park, Montag, kurz Recreation Center. Niemals aus den Augen verlieren, Adam. Deine wichtigste Aufgabe in dieser Stadt? Ein guter Vater zu sein. John will lernen und wachsen. Du kannst ihm dabei helfen. Jeden Tag. Jeden Tag. Also Kurz scheint hier zum einen ja sehr präsent zu sein. Ihm gehört sowohl die Klinik als auch die Roboterproduktion. Und diese Gehirnwäsche hier die ganze Zeit. Ne? Genieß diesen schönen Tag. Sei positiv. Du musst ein guter Vater sein. Boah, gruselig. Und natürlich diese Spionenroboter zu Hause, die dann natürlich auch bestimmt ausgewertet werden, wie es ja schon jetzt mit den Sprachassistenten ist. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.